Ja, ihr habt richtig gelesen. Ich muss Muskeln abbauen. Die euch wahrscheinlich stellt, ist, Pau, warum würde man Muskeln abbauen wollen? Wir gehen extra ins Gym, trainieren hart und dann will man diese hart erarbeiteten Muskeln wieder abbauen. Das ist ein berechtigter Einwand. Ja, aber es ist tatsächlich so, dass ich mittlerweile realisiert und akzeptiert habe, dass ich, wenn ich in Richtung Hyrox gehen will, meinen Körper einfach etwas umbauen muss. Das heißt, weniger Muskelmasse. Hyrox ist überwiegend Cardio. Cardio, Cardio, Cardio. Man läuft, man macht Ski-Ergometer und selbst die Kraftübungen sind mehr Cardio, als dass sie wirklich Kraftübungen sind. Und demnach braucht man eine gewisse Muskelmasse, aber nicht so viel Muskelmasse. Und deswegen habe ich beschlossen, diese Muskeln, vor allem hier dieser Bizeps, der ist komplett unnötig, komplett unnötig, müssen weg. Sie müssen einfach weg. Natürlich nicht alle, weil ein bisschen was brauche ich schon noch. Aber ein großer Anteil sollte auf jeden Fall runtergehen. Wie genau will ich das jetzt mit dem Muskelabbau machen? Wie gerade schon beschrieben, will ich ja nicht willkürlich Muskeln abbauen. Bestimmte Muskulatur ist ja schon hilfreich, wie zum Beispiel in den Beinen. Da will ich natürlich nicht die ganze Muskelmasse loswerden. Aber ein Punkt ist zum Beispiel die Arme. Die Arme sind vollkommen überflüssig. Ich brauche bei Pyrox keine großen Bizeps. Ich meine, da bin ich echt gut ausgestattet. Danke Papa und Mama für die geilen Gene. Aber bei Pyrox nützen mir die einfach gar nichts. Deswegen werde ich beim Training einfach keine Bizepsübungen mehr machen. Ich werde keine isolierten Übungen machen, die den Bizeps trainieren und keine Übungen machen, die zum Beispiel jetzt die Brust krass trainieren, weil das brauche ich bei Hyrox nicht. Die Brust vielleicht ein bisschen bei den Burpees, aber mehr auch ausdauernd und nicht in der Masse. Und das ist das Erste, was ich machen werde, also bewusst zu detrainen, Muskeln, die ich nicht brauchen werde, einfach nicht mehr zu trainieren und die, die ich erhalten möchte, bewusst zu trainieren, sodass das quasi das Verhältnis sich ändert. Und das hoffentlich dann ein besseres Ergebnis gibt. Hi, Champ. What's up? Kennst du dich? Ja, ich habe gerade eine Aussage gemacht für den Blog. Das kann man ja schon mal zwischenstellen. Eine weitere Sache, die ich machen werde, ist genau das hier. Cardio, Cardio, Cardio. Heute Morgen habe ich eine 2-stündige Bike-Session gehabt. Das war gut. Und jetzt abends würde ich in der Regel eigentlich eine Kraft-Session haben. Aber weil ich, wie gesagt, Muskeln loswerden will, werde ich jetzt einfach das Ganze umwandeln und 2 Cardio-Einheiten am Tag machen. Und nur noch 2 bis 3 Mal die Woche Kraft, um einfach die Muskulatur zu erhalten, die ich erhalten will, aber nicht um aufzubauen. Und mit den zusätzlichen Cardio-Einheiten sollte dieses ganze Zeug einfach weggehen. Und deswegen, ja, machen wir jetzt weiter. Puh. Normalerweise würde ich mir jetzt meinen Post-Workout-Shake machen. Und zwar besteht der aus Whey-Proteinpulver und Kohlenhydraten, also Kohlenhydratpulver, Maltodextrin. Aber um Muskeln abzubauen, werde ich bewusst unterverpflegen. Das heißt, ich werde jetzt
viel, viel weniger Proteine essen, als ich es zuvor gemacht habe. Früher war das so, ich habe 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gegessen, also 200 Gramm ungefähr am Tag, um die Muskelmasse zu erhalten. Aber jetzt, wo ich sie eben loswerden will, werde ich bewusst weniger Proteine essen und somit ist der Körper dazu gezwungen, Energie aus den anderen Körperreserven zu nehmen. Mein Körperfettanteil ist schon super niedrig und ich werde bewusst weniger essen, also ein Kaloriendefizit fahren und dann auch noch weniger Proteine. Und was der Körper dann macht, ist ein Prozess einleiten, der heißt Gluconeogenese. Das heißt, er nimmt die Proteine, die in den Muskeln sind, quasi als Energiequelle und zersetzt dann quasi die Muskulatur mehr oder weniger, um Energie zu erzeugen. Und somit wird dann die Muskelmasse weniger. Ich schaue natürlich, wie gesagt, dass ich die Beine weiter trainiere oder die Muskulatur dort erhalte. Aber da, wo ich es nicht trainiere, wird der Körper dann hingehen und quasi diese Masse abzapfen. Und das ist das Ziel. Deswegen gibt es kein Post-Workout-Shake, sondern nur mein Elektrolytgetränk, das Basica. Einfach damit der Körper nicht komplett in den Arsch geht, weil ich wollte hier nicht alles dem Körper entziehen. Das ist auch nicht gut. Aber das sind so die 3 Maßnahmen, die ich fahren werde, um Muskeln abzubauen. Jetzt wisst ihr auch, wie das geht, falls ihr auf die verrückte Idee kommen solltet, das auch zu tun. Habt ihr jetzt mehr oder weniger eine Anleitung dafür. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann stellt sie mir gerne in den Kommentaren. Ansonsten war es das von diesem Video-Crew. Vielen Dank, dass ihr mit am Start wart. Wir sehen uns im nächsten. Wenn es euch getaugt hat, dann abonniert den Kanal und drückt den Like-Button. Würde ich mich sehr freuen. Und always keep going. Bis dann. Haut rein. Peace. Vielleicht sollte ich warten, bis sich das aufgelöst hat. Ciao.